Dann kommen wir jetzt zu Herrn Schimmersteck und zu einem Thema, was im Grunde auch schon vor der Pause eine gewisse Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, wie viel Wasserstoff oder grüne Gase denn das Erdgasnetz verträgt. Herr Schimmersteck ist Leiter Netzentwicklung bei Avacon Netz und Avacon Netz widmet sich diesem Thema intensiv, wie stark man denn die Einspeisung von grünem Gas in das Netz steigern kann. Sie werden uns jetzt von Ihren Erfahrungen berichten. Schießen Sie los. Boah, vielen Dank, Herr Lohmann. Kurz zu meiner Person vielleicht. Also vielleicht vorweg ganz kurz ein Thema Internetstabilität. Ich werde es mal mit der Kamera versuchen, hoffe, dass ich das den Vortrag auch komplett durchziehen kann. Hatte heute Morgen so ein bisschen Probleme mit dem Internet. Von daher bitte ich um Nachsicht, falls ich dann kurzfristig irgendwo die Kamera ausschalten müsste, wenn es irgendwo zu sehr zum Verzögerung kommt. Mein Name ist Jan Schimmersteck. Ich bin bei der Avacon Netz tätig und leite bei uns die Netzentwicklung Gas. Das heißt, wir beschäftigen uns zum einen mit operativen Themen wie der Netzplanung, Marktraumumstellung, Einführung von Brennwertverfolgungssystemen und auch der Betreuung derer, aber natürlich auch mit strategischen Themen. Wie können wir unsere Netze zukünftig weiterentwickeln? Und letztendlich ich sag mal, zukunftstauglich machen, dem Stichwort CO2-arm, weiterhin aber effizient unterwegs zu sein und auch sicher von den Netzen her. Und da würde ich Ihnen ganz gerne einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen wollen. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Gut, dann werde ich mal starten. Also wie gesagt, ich glaube, 2017 sind wir gestartet als Netzbetreiber aus dem E.ON-Verbund sozusagen heraus mit den Schwestergesellschaften und haben uns dem Thema Wasserstoff und entsprechend der Weiterentwicklung unserer Netze gewidmet, weil wir einfach gesagt haben, aus unserer Sicht ist Wasserstoff ein wesentlicher Baustein zur Erreichung der klimapolitischen Ziele neben den weiteren grünen Gasen wie Methan, was synthetisch erzeugt werden könnte, und auch Biogas. Insbesondere auf Wasserstoff haben wir uns fokussiert, weil wir bei den weiteren grünen Gasen die Herausforderung für die Netze als eher gering ansehen. Das sind dann eher so, ich sag mal, regulatorische Themen oder ordnungspolitische Themen. Bei Wasserstoff ist es so, auch aus technischer Sicht bringt das ja die eine oder andere Herausforderung mit sich. Und dies war auch der Grund, warum wir uns jetzt erstmal sehr stark auf das Thema fokussiert haben, weil wir auch als Netzbetreiber davon ausgehen, dass das zukünftig Wasserstoff eine wesentliche Rolle in unseren Netzen spielen wird. Das heißt, es geht jetzt gemeinsam mit Politik, Verbänden, aber auch Herstellern, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dann natürlich auch bestehende technische Regelwerke weiterzuentwickeln und für den Wasserstoff auch zu öffnen. Und gleichzeitig, das ist auch aus unserer Sicht noch ein wesentlicher Bestandteil, ist das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung beziehungsweise auch bei unseren Kunden zu schaffen. Werde ich gleich auch was zu erzählen. Da sind wir in unserem Projekt, wo wir vor Ort das Verteilnetz mit 20% Wasserstoffeinspeisung realisieren wollen, auch mit dabei und haben gemerkt, dass das natürlich auch ein sehr wesentlicher Baustein des Ganzen ist. Gestartet sind wir in 2017 aus dem Alt-E.ON-Verbund, sage ich mal, gemeinsam mit der Tüger und dem DBI, und sind damals losmarschiert und haben einfach mal geguckt, so eine Bestandsaufnahme gemacht, wie weit sind denn unsere Netze schon Wasserstoff-ready, beziehungsweise was ist eine aus unserer Sicht sinnvolle Größe, auch mit ökonomischen Aspekten, die es in absehbarer Zukunft auch auch machbar umsetzbar ist. Und da haben wir recht schnell herausgestellt, dass auf jeden Fall 20%, also 20 Volumenprozent Wasserstoffbeimischung im Gasverteilnetz an vielen Stellen mit geringen Modifikationen, sage ich mal, jetzt schon möglich sind. Haben das dann natürlich auch in diversen Labortests gemeinsam mit dem DBI zusammen validiert. Und auch gemerkt, dass wir da auch, ich sag mal, bei den Netzassets eher geringeren Anpassungsbedarf haben, sondern wenn irgendwo ein Thema aufkommen sollte, dann sehen wir die Herausforderung bei den Endgeräten, bei den Kunden sozusagen. Aber auch dort haben verschiedene Labortests gezeigt, dass 20% an vielen Stellen auf jeden Fall möglich sind. Haben dann gemeinsam in diesem Verbund auch ein entsprechendes Nachschlagewerk geschaffen, wo wir bestimmte Bauteile bewertet haben, also Bauteilkomponentengruppen hinsichtlich ihrer Wasserstofftauglichkeit, beziehungsweise auch herausgestellt haben, wo es gegebenenfalls noch Forschungsbedarf gibt, und haben dann im nächsten Step gesagt, okay, wir haben jetzt erstmal das im Labor nachgewiesen, dass aus unserer Sicht diese 20% auch wirklich realisierbar sind, und sind dann quasi in den
oder wollen jetzt in diesen Live-Betrieb gehen sozusagen, also weg von der Theorie rein in die Praxis, um einfach mal in einem für uns sehr guten Referenznetz darzustellen, dass tatsächlich 20% Wasserstoff im Verteilnetz durchaus heute schon möglich sind. Das heißt, da sind wir gemeinsam mit dem DVGW unterwegs. Das war auch uns auch sehr wichtig, weil wir diese Erkenntnisse natürlich beidseitig dann zirkulieren lassen wollen. Also sprich, dass das dann gegebenenfalls Erkenntnisse auch sich im Regelwerk wiederfinden, gleichzeitig aber auch die Diskussionen, die im DVGW dort in entsprechenden Arbeitsgruppen laufen, auch mit aufnehmen wollen in unser Projektvorhaben. Und so gemeinsam, sage ich mal, mit DVGW, aber auch mit weiteren Verbänden wie Schornsteinfegerverband oder auch den Herstellern der Endgeräten zusammen quasi das Thema weiterentwickeln wollen und dort in eine, ich sag mal, reale Einspeisung gehen wollen. Vielleicht dazu ganz kurz, weil das auch an einer Stelle zur Verwirrung geführt hat. Also in diesem Fall wenden wir tatsächlich keinen grünen Wasserstoff an, sondern haben den grauen Wasserstoff genommen, weil wir den Fokus des Projektes erstmal auf die technische Machbarkeit und Realisierbarkeit gesetzt haben. Und da einfach möglichst kosteneffizient auch unterwegs sein wollten. Deswegen sind wir dort mit grauem Wasserstoff unterwegs. Perspektivisch, das Netz ist in Sachsen-Anhaltinischen Netzbereich bei uns angesiedelt, ist es durchaus denkbar, auch dort mit grünem Wasserstoff dann zu arbeiten, wenn wir die entsprechenden technischen Ergebnisse dort validiert haben. Sage ich mal, also Sachsen-Anhaltinische Netzbereich bei uns ist ja auch sehr stark windlastig. Von daher ist es durchaus denkbar, dass wir da auch zukünftig signifikante Mengen von grünem Wasserstoff im Netz bei uns spüren werden. Davon gehen wir zumindest aus. Kurz zur Auswahl des Netzes. Also wir haben bewusst eine etwas größere Kundenanzahl mit reingenommen, weil wir haben gesagt, die Ergebnisse, die wir dort in dem Netz jetzt in die Validierung geben, die wollen wir dann auch irgendwo skalierbar machen können. Also sprich, wir haben dort ein Parteinetz ausgewählt, was wir doch durchaus bei uns an vielen Stellen im Netzgebiet wiederfinden. Also insbesondere die PE-Infrastruktur, die wir dort haben. Und dann auch vom Baujahr war uns sehr wichtig, dass wir jetzt kein ganz neues Netz nehmen, aber auch kein ganz altes Netz, also ich sag mal einen guten Altersdurchschnitt, so dass wir da auch von den Geräten her eine gute Altersverteilung haben, also bei den Endgeräten. Und ein Thema, was denke ich an der einen Stelle vielleicht auch in Diskussionen zu kurz kommt, ist das Thema Abrechnung. Auch hier haben wir bewusst uns auf eine Einseiteneinspeisung erstmal fokussiert, um das nicht unnötig komplex zu machen, sage ich mal. Wenn wir jetzt Mehrseiteneinspeisung hätten, hätten wir Abrechnungsthemen, wo wir dann gegebenenfalls in Richtung Fremdwertverfolgungssysteme schauen müssten. Das haben wir jetzt hier erstmal ausgeklammert und darauf geachtet, dass wir in einer einseitigen Einspeisung hier unterwegs sind, sodass dann auch die Abrechnung während des Testzeitraumes, sage ich mal, dort vernünftig gewährleistet ist. Wie gesagt, Kundenanzahl sind wir bei 340 Hausanschlusskunden. Aus unserer Sicht auch eine gute Größe. Also davon haben wir viele vergleichbare Netze auch, also ein gutes Referenznetz sozusagen. Und entsprechend die Fläche ist dort auch gegeben, um eine Wasserstoffbeimischanlage dort aufzubauen. Also wir werden dann an einer Gasverteilstation sozusagen eine Wasserstoffbeimischung mit aufbauen und realisieren und dann quasi den Wasserstoff dort direkt an der Verteilstation in entsprechende Mengen zuführen. Wie bereits erwähnt, ist aus unserer Sicht das ganze Thema Wasserstoff im Gasverteilnetz oder generell Wasserstoffwirtschaft ein Thema, was es ganzheitlich anzugehen geht. Also dass wir da gemeinsam mit Verbänden, aber auch mit Instituten, dann Prüfinstituten, letztendlich natürlich auch mit unseren Kunden, mit den Bürgern zusammen unterwegs sind, da eine gewisse Akzeptanz schaffen und dass wir das als gemeinschaftliche Herausforderung sehen. Deswegen haben wir das Projekt auch gemeinsam mit dem DVGW initiiert. DVGW ist dann stark in der Projektkoordination drin und natürlich in der entsprechenden Austausch in die entsprechenden Arbeitsgruppen. Unsere Rolle sehen wir vorrangig da drin, natürlich zum einen das Gesicht zum Kunden zu haben, gleichzeitig aber auch unser Netz dann entsprechend sicher weiter zu betreiben zu können und die entsprechende Einspeiseanlage aufzubauen und dort auch in einem entsprechend sicheren Zustand zu betreiben. Und dann haben wir das GWI noch mit an Bord, die jetzt im ersten Step mit dabei sind bei den Kundenbesuchen sozusagen und dort die Vorortaufnahme mit begleiten, also sprich die Geräte dort aufnehmen und entsprechend dann diese Testergebnisse auch nochmal validieren. Darüber hinaus sind wir dann natürlich auch im Austausch mit Installateuren, Schornsteinfegern und entsprechend mit den Verbänden, sodass wir die Ergebnisse dann auch entsprechend rückfließen lassen können.
gut zum Kundenbesuch. Den hatten wir jetzt hier extra noch, wollte ich nochmal einmal auch darstellen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema auch in unseren Augen. Also sprich, dass wir den Kundenbesuch A so angenehm wie möglich gestalten und B natürlich auch die entsprechende Akzeptanz dort schaffen für das Thema Wasserstoff. Das bringt ja bei dem einen oder anderen Kunden dann doch erstmal so ein bisschen Abschreckung mit sich, sage ich mal. Und da ist uns wichtig, dass wir da im sauberen Dialog mit den Kunden sind und da dann auch vor Ort entsprechend gut auftreten. Das heißt, wir haben das jetzt schon mal einmal im Bereich einer Schwesterfirma mit freiwilligen Kollegen durchexerziert sozusagen, dass da die Prüfabläufe auch reibungslos laufen. Und würden jetzt, wenn ich gleich drauf komme, auf die Zeitachse auch nochmal, würden jetzt so Richtung Herbst ist angestrebt, dann wirklich in die Kundenbesuche reingehen und die erstmal die Istaufnahme der Geräte dort vollziehen. Also nachzuschauen, welcher Hersteller ist dort verbaut, welche Art, welcher Typ, welches Baujahr, und dann mit den Herstellern auch nochmal gegebenenfalls den Dialog zu suchen, falls da Geräte dabei sein sollten, die wir bisher in unserem Prüffokus noch nicht drin hatten. Ist ja durchaus eine sehr, sehr große Gerätevielfalt bei den Endkunden vorhanden. Gleichzeitig wird dann im Zuge dessen eine Sicherheitsprüfung in der Gasinstallation mit vollzogen und letztendlich das Gerät dann auch zunächst einmal mit Erdgas geprüft bzw. begast, letztlich dann aber auch mit dem Prüfgas G222 entsprechend einem Prüfzyklus unterzogen, sodass auf jeden Fall gewährleistet ist, dass dann auch bei 20% Wasserstoffzumischung das Gerät in einem sauberen Betrieb arbeitet. Die 20% haben wir auch angesetzt, weil das Prüfgas mit 23 Volumenprozent Wasserstoff behaftet ist. Das heißt, wenn das mit dem Prüfgas läuft, sage ich mal, dann sollte aus unserer Sicht jetzt auch erstmal mit 20% Wasserstoff am Ende keine Probleme auftreten. Dazu vielleicht noch, also natürlich ist das alles kostenfrei beim Kunden, die Vorortbesuche und auch der entsprechende Qualitätscheck, sodass wir dann da hoffentlich dann auch die entsprechende Akzeptanz schaffen beim Kunden und gemeinsam mit unseren Kunden dann den Weg gehen können. Vielleicht einmal zum zeitlichen Ablauf nochmal am Ende. Wie sind wir da gerade unterwegs? Leider mussten wir das jetzt nochmal so ein halbes Jahr Corona-bedingt nach hinten schieben. Ursprünglich war geplant, dass wir Februar, März die Bürgerversammlung stattfinden lassen, hatten dazu schon auch schon eingeladen, mussten jetzt aufgrund der aktuellen Situation das in Richtung Herbst schieben, hoffen also, dass sich bis dahin die Situation soweit entspannt hat, dass wir Richtung September dann die beiden Gemeinden, die dann da auch mit diesem Priorit-Pilotprojekt unterwegs sind, in Form von Bürgerversammlungen entsprechend abholen können. Sofern wir das dann vollzogen haben, wäre dann der nächste Schritt, die Aufnahme der Geräte gemeinsam mit dem GWI zu vollziehen, sodass wir und parallel nochmal die Netzbauteile final zu prüfen. Da sind noch ein paar Fragestellungen offen, sage ich mal, die es mit den Herstellern zu diskutieren geht. Aber da sind wir auch auf einem sehr guten Weg, sodass wir dann davon ausgehen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sozusagen, eine saubere Datenbasis zu haben, um dann gemeinsam mit DVGW, EBI ist ja beim DVGW mit an Bord und dem GWI, zusammen zu entscheiden anhand der Daten, ob das jetzt der sinnvoller Weg ist, sage ich mal, in die Praxisumsetzung zu gehen oder ob dann noch großer Nachholbedarf an Infrastruktur oder auch bei den Endgeräten ist. Wir gehen momentan sehr stark davon aus, dass das nicht der Fall ist. Das haben auch unsere Voruntersuchungen im Labor ergeben, sodass wir dann damit rechnen, dass wir tatsächlich Ende Q1, Anfang Q2, 21, so die Größenordnung, in den Aufbau der entsprechenden Einspeiseanlage gehen und dann in der Heizperiode 2021 uns dann dem Thema 20% Wasserstoffbeimischung nähern. Also wir werden dort schrittweise vorgehen, werden mit 10% erstmal starten und dann voraussichtlich in drei Schritten von 5% uns der 20%igen Beimischung letztendlich nähern und das dann in der Heizperiode 21/22 einmal durchlaufen wollen und dann auch nochmal die Heizperiode 22 nutzen, um dann auch die 20% dort einzuspeisen. So ist momentan der aktuelle Zielpfad des Projektes. Super, das war es von meiner Seite auch schon zu dem Thema. Dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Jetzt wäre ich bereit für entsprechende Rückfragen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Noch eine kurze Fragerunde. Und ich glaube, eine ganz zentrale Frage steht hier auch in dem Chat. Und zwar, welche Akzeptanzprobleme haben sich herauskristallisiert bei Hausbesuchen bei der Bürgerversammlung? Gibt es Vorbehalte gegenüber der Technik? Hat Ihnen jemand gesagt, das fliegt uns alles in die Ohren? Oder wie ist die Reaktion?
Also bisher, wie gesagt, wir hatten ja zur Bürgerversammlung eingeladen und dort auch, also ich sag mal, vorrangig mit den Bürgermeistern und auch mit den Kunden sehr positive Resonanz erhalten. Wenn es Bedenken gab, dann waren das tatsächlich eher die Bedenken in Richtung, ja, ich sag mal, Wasserstoff als Knallgas und solche Sachen, also sicherheitstechnische Bedenken. Genau deswegen sind wir so unterwegs, dass wir jetzt auch sagen, uns ist das sehr wichtig, auch diese Bedenken nehmen zu können und dort für die Bürger im Dialog bereit zu stehen und dann die entsprechende Bürgerversammlung abzuhalten. Die steht ja jetzt noch vor der Tür, Richtung September. Aber ich denke, das hat sich momentan zumindest für uns herauskristallisiert, dass das so, dass das Kernelement ist, sage ich mal, wo die Bedenken momentan vorherrschen. Gut. Wir sind gespannt, von diesem Projekt weiter zu hören, vor allem auch, wie die Bürger darauf reagieren. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Überblick und, glaube ich, ein sehr spannendes Projekt.